Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Battle Ark. Heute weiterhin auf der Suche nach dem Raptor und der ist tot. Ja, schöne Scheiße. Ja, da konnten wir uns aber schlecht einmischen. Hätten wir sonst echt Probleme bekommen. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt. Der fiese Skorpion da, der ist natürlich echt in der Ecke, wo echt unangenehm ist. Wo ist denn Sid? Ah, Bienen! Hä? Boah, Hilfe! Ich werde von so einem Carbon-Viech angegriffen. Hier ist voll die geile Battle-Plattform. Da vorne ist ein Dodo. Hier sind voll viele Dilophosaurusse. Ich werde gerade von diesen Carbonize angegriffen. Wie geil diese Fernsicht hier ist, ne? Da auf das Land runter, das sieht schon ziemlich geil aus. Pass auf, dass du den Triceratops unten nicht triffst. Geht mein Bestes. Der eine hat abgedreht, das ist ja wunderbar. Oh Gott. Ich komm mal. Und da fliegt er. Ist das hinten raus? Ja, jetzt ist hier richtig was los. Hier ist richtig Action. Ich würde sagen, wir warten mal kurz ab. Wo ist denn Sid? Ah, Sid ist tot. Na, schöne Scheiße. Oh, durch einen Dilopho. Oh, auch noch Level 8 und Level 8. Super. Okay, also dann brauchen wir uns um Sid auch keine Sorgen mehr machen. Natürliche Selektion. Ja. Kann man so sagen. Und ich bin dehydriert. Das ist schlecht. Ja, ess doch mal ein paar Beeren dazu. Aber wie geil diese Fernsicht hier ist, einfach auf diese komplette Insel. Das sieht schon ziemlich geil aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hinten betteln sie sich weiter. Die drei Triceratops gegen die drei Dilophos. Ein Dilopho geht ins Wasser! Sie drücken ihn weiter und. Da bricht er zusammen. Ich dachte gerade, sie schießen den zweiten auch noch rein. Komm, wir mal kurz, töten den hier mal. Ich will jetzt endlich diesen verdammten... Jetzt springt er runter. Okay, er hat sich gedacht, ich mache dem Ganzen ein kurzes Ende. Auch okay, seine Wahl. Ich möchte jetzt endlich meinen verdammten Raptor haben. Ach ja, immerhin haben wir unsere Trikes und die halten ja glücklicherweise doch einiges aus. Das stimmt wohl. Also meiner hat inzwischen über 1300 Health. Das heißt, das ist ja der Sinn der Sache, dass wir einfach... Und der nächste springt runter. Alter. Und noch einer. Die haben, glaube ich, alle so eine leichte Macke. Das sind Suicide-Sauber. Ja gut, aber hier unten geht's weiter, wenn du den mal anguckst. Herrgott, Sakrament, jetzt steht das Arschloch hier direkt in meiner Ecke. Oh Gott. Ich komme nicht weiter, ich kann mich nur in eine Richtung drehen. Hier, verpiss dich. Hast du hier unten ist so ein Felsvorsprung. Da ist auch ein toter Trike. Oh ja, ich sehe es. Da hinten könnten entweder die Dilophos sein oder Raptoren. Hier könnte einiges sein. Da könnten wir sogar absteigen, wenn wir da rüberlaufen. Ja, da hinten könnten wir runtergehen. Wir könnten ja eine richtig geile Basis da unten eigentlich auch noch bauen. Das stimmt. Wir könnten hier vieles machen, aber ich möchte... Also Hauptziel Nummer 1 ist erstmal unser Raptor. Ja, das Problem bei der Basis ist halt, wenn man das in so einem Dino, in einer dino-reichen Gegend macht... Hat man Dinos. Dann könnte es halt problematisch werden. Dann könnten wir halt eigentlich nie runter von unseren Trikes. Das muss man halt dazu sagen. Ja, also das gibt jetzt Schlimmeres, ne? Ja, das stimmt zwar, aber trotzdem. Hier vorne ist ein ganz, ganz gefährlicher Dilopho. Ganz gefährlicher Dilopho? Wie geht das? Du weißt ja, die Dilophos sind immer sehr gefährlich. Ja, besonders wenn du mit dem Trike da ankommst. Ja, da muss man sich schon in Acht nehmen vor. So. Aber hier unten ist schon eine nette Gegend, ne? Du hast da unten, bist eigentlich relativ geschützt, wenn du da eine Basis aufbaust. Also sie kommen nicht sofort runter zu dir. Eieiei, aber cool, dass wir hier die Gegend so schön erkunden können jetzt, ne? Das ist echt eine feine Sache. Voll viele Dodos. Ich habe immer so ein bisschen ein Auge auf die Ferne. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie was finde, was Raptor-ähnlich ist. Du chillst da hinten auch. Nee, ich muss mal gerade ein paar Beeren essen. Das ist schön. Alter, jetzt hat's aber jetzt, wenn du hier nach zurückschaust, dann hast du schon ein paar Fehler in der Grafik, ne? Ja. Ein bisschen was? Schade. Die musst du gerade mal ein bisschen kacki machen. Glückwunsch, hat's geschmeckt? Schmeckt? Keine Ahnung. Kacki machen, nicht kacki essen. Jo, keine Ahnung, ich dachte, das wäre so ein Bundle quasi bei dir. Oh. Was? Dodo gekillt. Ach du, ich dachte gerade, hä, was jetzt passiert? Den nächsten Dodo? Oh, da ist ein blutiger Dodo. Und da fliegt der Triceratops gleich. Kann er sich noch halten? Noch kämpft er gegen den... Oh, er hat es geschafft.
Krasser Scheiß. Bam, 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 bam. Wieso direkt hier an der Küste habe ich Angst, wenn ja mich einer von der Seite angreift und ich dann fliege, ne? Naja, gut, da müsste aber schon was Großes kommen und dich angreifen. Na, so ein Raptor ist ja nicht gerade klein unbedingt, ne? Ja, aber die kommen ja jetzt nicht mit einer Urgewalt und Urkraft da an. Nein, die kommen dann im Rudel. Eigentlich. Ja. Wobei, in dem Spiel ist das jetzt nicht unbedingt so. Na, wobei, häufig, wenn wir einen Raptor gefunden haben, ist dann finden wir einen zweiten. Da, ne? Aber wir hatten jetzt bisher noch eigentlich keinen Kampf, wo wir zwei auf einmal bearbeiten. Wobei das auch mal ganz witzig wäre. Ja, für jeden einen. Genau, das ist ja am Ende das Ziel. Oh, was jetzt? Schon wieder leck. Diese blöden Schildkrötenviecher da, die gehen ja, echt übelst auf die Nerven. Cool, da hinten ist schon wieder so ein... Besonders, die sind auch bockstark, ja, die haben halt übelst Health. Was heißt bockstark? Die halten halt extrem viel aus und da ja, ist ja, genau. Extrem unangenehm zum Battlen. Ja. Bam, haben zwar bam, eine sehr schwache Offensive, aber dafür eine unfassbar starke Defensive. Oh, was war das jetzt? Oh, ich habe geknödelt. Entschuldigung. Ah, lecker. Wollen wir hier absteigen? Warum? Du meinst da runter? Ja. Nö, oder ich dachte, nicht? Wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Guck dir, Alter, guck dir mal geil die Landschaft hier an. Wenn du hier hingehst zur Klippe, wie sich da so alles da hinten dann auftut. Das sieht schon pervers geil aus. Oh, ich guck bin mal, unterwegs. Ich hab mal einen Plesiosaurus. Oh ja. Ach, so ein Ding bräuchten wir eigentlich mal. Ja. Den können wir uns auch demnächst mal in Angriff nehmen. Die müssen wir einfach vom Himmel runterschießen. Aber das Problem ist, wir haben keine Sättel dafür. Oh ja, da unten sieht's gut aus. Das sieht schon geil aus da unten. Ne? Oh, guck mal, das ist ein Krokodil. Oh ja. Rechts. Jetzt greift er das Käfig an und das haut ab. Komm, gehen wir mal hier runter. Was für ein Schisser. Gucken wir uns einfach. Wir wollen ja auch ein bisschen mal die Insel sehen. Oh. Ruhe da draußen, wir sind hier am Arbeiten. Er rutscht runter. Richtig. Und da unten haben wir dann nämlich auch endlich mal wieder Wasser. Das stimmt. Wobei ich eigentlich jetzt kein Wasser brauche. Ich habe die ganzen Azulberries mir reingedonnert. Ja, ich auch nicht, aber wir können da wenigstens unsere Flaschen auffüllen. Ich habe ja so eine schöne Flasche bei mir. Und da unten rennen dann vielleicht auch mal wieder ein paar Raptoren rum. Die leben ja quasi in Strandnähe, habe ich gelesen. Achtung, jetzt rutsche ich hier runter. Geil. Uey! Ich komm. Ey, das macht Spaß. Ich mache auch mit. Musst du dafür sprinten? Nein. Ja, doch. Boah. Cool. Fast wie ein Skispringer. Ja, fast, ne? Sag mal, ich habe Angst, dass ich hier unten im Baum klebe. Das war ein bisschen unpraktisch. Hier ist auch eine schöne Ecke, ne? Könnte man sich auch gut gehen lassen. Ach, da geht einem doch das Herz auf. Ist das da vorne ein Raptor? Ist das ein Dilophus? Ist ein Dilophus, ne? Die ist ein bisschen encumbert. Ich muss immer wieder ein bisschen dekambern. Das ist eindeutig ein Dilophus. Ja, die können wir leider nicht gebrauchen, so schlimm sie es anhört. Na. Sie machen einem nur Ärger. Stimmt. You're hot and cold, find something warm. Jetzt bin ich einmal im Wasser und schon ist mir kalt. Ist ja unfassbar. Wo chillst du? Ja, ich hab nur Elima ein bisschen entlastet. Du hast sie entlastet. Ja. Ich latsche gemütlich am Strand hier runter. Ja, Parasau. You should find someone. Das ist ja unfassbar, gell? Kaum bist du am Meer, ist also. Hier sind nur noch 33 Grad. Hier sind voll viele Fische. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Wasser. Abgesehen davon, dass ein Krokodil dich verfolgt. Was? Oh, scheiße. Nee, das verfolgt das andere Viech. Ich glaube, wir sollten uns hier lieber mal verpissen, habe ich das Gefühl. Oder wollen wir mal an das Krokodil dran? Ich glaube, der geht jetzt an uns. Stirb, du blödes Viech. Komm her. Gib mir eine Breitseite. Und noch eine Schelle. Guck dir an, wie er rot blüht. Level up. Ja, meine gute Eva auch. Ich push die mal voll auf das Health. Einfach damit wir... Raw Prime Meat. 2 Stück. Raw Prime Meat. Und ein drittes.
Das ist Glückwunsch. Oh, meine Metal Pick ist broke. Das ist Glückwunsch. Hast du die nicht gerade erst geschenkt bekommen? Ja, ich habe ja noch eine. Ich habe noch eine, ja. Ach so. Wo ist die denn? In Hallo? Deinem Inventar? Ja. Oder hast du die Blueprint bekommen? Nee, beides. Daddy Lofo sieht auch cool aus, so von der Farbgebung. Flieg! Weiter geht's. Haha, kannst nicht gar nicht spritzen. Bam. Das klang auch gerade irgendwie falsch. So. Wir könnten natürlich auch so einen Fliegosaurus versuchen zu zähmen, aber wie gesagt, wie heißen die? Das ist halt immer schwierig. Die heißen... ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. Pteranodon. Kann ich da nicht was craften? Ich habe doch vor kurzem erst... Ich bin ja ein Level aufgestiegen. Kann ich da nicht... Oh, ich bin auch ein Level. Ich habe jetzt Level 29. Nee, Pulmonoskopie. Ach, das ist für den Skorpion. Level 29, noch ein Level, dann bin ich Level 30 und dann gucken wir mal, was passiert. Nee, stimmt gar nicht, ich bin schon Level 30. Idiot. Ey, ich bin Level 30. Was gibt's denn Neues? Ich bin Level 30. Desmond. Pulmonoscorpius. Das ist der Skorpion, ne? Können Chitin Leggings machen. Chitin Leggings, das ist ja cool. Ja, und auch Chestpiece, also hier so als Schutz und auch einen Helmet. Wenn ich da, rausmachen. Ich kann eine Granate lernen. Na gut, die brauchen wir. Ich kann einen Stego-Sattel machen. Das ist ja cool. Ich könnte eine Sichel machen. Ich könnte ein Fernglas machen. Eine Pistole. Simple Pistol. Das lerne ich auf jeden Fall. Aber nee, das geht nicht. Also das Chitin. Da brauche ich erstmal die Flare Gun für. Die hätte ich. Also dann lass das mal, dann kann ich die nachher machen. Gut. Also es ist einiges da. Water Jar. Water Jar, das ist auch nicht schlecht. Brauche ich aber erstmal das Water Skin, das hatte ich nämlich nicht gelernt. Stirb, Dodo! Der lebt ja noch. Metal Wall. Ich habe einen Schlag auf das Dodo-Viech gegeben und das lebt noch. Also es ist leider nichts Großartiges dabei, wo man sagen würde, oh ja, das brauche ich jetzt. Und Tor! Da fliegt er. Schade. Alter, wie er fliegt. Voll krass. Bin hier gerade mal ein bisschen am Schnitzeln. Ich möchte ja auch Level aufsteigen. Ich habe übrigens was bekommen, warte mal. Und zwar, das müsste ich halt zweimal craften, aber das wäre eigentlich gut für einen Raptor. Und zwar gibt es eine Narkosefalle. Zwei Stück bräuchte ich dafür und wenn wir die machen würden, dann könnten wir das sozusagen, also müssen wir die zwei Narkosefallen gegenüber voneinander legen und wenn der Raptor da durchläuft durch diese Linie, dann wird er gleich mit dem Narkosemittel abgeschossen und ist sofort down. Hm. Muss als Info. Das ist schwierig, man muss ihn ja direkt da reinlocken können. Ist aber eigentlich relativ unproblematisch. Jetzt bist du, na toll. Ja, ich kenne uns. Ach, du reitest da hinten, schön. Wo bist du? Links von dir. Leicht links von dir. Leicht links. Der Triceratops hier in dieser kleinen Oase hier. Ja, da kommst du. Können ja hier mal uns hier vorne noch ein bisschen durchleveln. Ich glaube, je mehr wir töten, umso besser ist es für uns eigentlich erstmal, dass wir einfach auch die Level erreichen. Ja. Ich denke, das ist ganz gut. Zumal wir dann einfach auch selber mehr Schaden machen oder mehr einstecken können. Wobei man auch sagen muss, bis wir mal irgendwann in unserem Leben wieder zu Hause sind, da wird es wahrscheinlich 1000 Jahre dauern. Das könnte sein. Deswegen sollten wir uns natürlich auch entsprechend leveln. Dass wir was auch aushalten, dass wir auch mal solche Widrigkeiten hier widerstehen können. Da vorne schon das nächste Krokodilopfer. Die Gegend gefällt mir schon ziemlich geil. Die ist fast eigentlich schöner als wo wir... Als bei uns? Ja. Weil wir werden so oder so mal auf jeden Fall noch eine neue Heimatbasis bauen, eine zweite. Ja. Und dann mit Funkmeldern mit der ursprünglichen Basis verbinden. Genau. Hören Sie mich! Ja, und dann ist keiner da. Ja, meistens, ne? Aber wir können ja dann über die Betten uns quasi teleportatieren. Teleportatieren? Komm, du! Meinst televisionieren. Auch.
Das ist praktisch. Ja, ich bettle mich mit ihm und gleichzeitig. Hey, ich schwimme mit meinem Triceratops. Ich bring dich dahin, wo du eigentlich hergekommen bist. Aus dem Wasser. Was ist das denn? Das ist ein Piranha. Mhm. Mega Piranha, getötet. Oh, was geht ab? Eva hat sich gerade wieder breit gemacht. Bam, 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 bam. Müssen uns unbedingt mal diese Chitin-Kleidung hier machen, ne? Dann, wo du gesagt hast. Mhm. Weil dann halten wir noch mehr aus, dann können wir auch mal zur Not. Oh. Gegen einen Raptor so kämpfen. Gegen einen Raptor so kämpfen, genau. Was brauche ich denn? Flint und Thatch. Das müsste ich sogar irgendwo hier noch abgelegt haben. Thatch! Haben wir den Flint? Ja, encumbered. Super. Dafür ja, haben wir. Ich weiß auch warum. Ich habe nämlich 800 Fleisch. Ja. Oh. Zack, ab in den Kühlschrank. Ich denke mal, jetzt soll es gehen. 53 Spoiled Meat, ne? Ja. Asozial. Also dieses Fleisch können wir langsam auch mal wegschmeißen. Das ist inzwischen so viel. Ja. Vor allem wir... was ist das denn? Bounce, 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 ja. Bounce, bounce, bounce. Ich schmeiß noch was dazu. Ja, klar. Oh, das sieht voll lustig aus. Voll cool, das ist wie bei Popcorn. So, was brauchen wir denn eigentlich für diese Sachen? Chitin-Scheiße. Diese Chitin-Sachen. Warte mal, dann lerne ich die gerade mal. Was ist denn ein Raptor? Ich glaube nicht. So, ich habe alles gelernt. Noch 84 im Gramm-Punkte. Also, warum ist denn? Dieses Wetter da oben? Oh, gut, das wird roter Strahl. Da muss bestimmt wieder irgendwas gemacht werden. Das ist doch asozial. Du meinst an irgendeiner Werkbank oder so? Ja, ja. Guck grad mal. Toll, jetzt wo wir da hinten weg sind, ist da oben so ein blauer Strahl, den wir hinten einsetzen. Can only be crafted at Smitty. Ja, geile Scheiße. Ja. Ja gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ja. So, und du hast gesagt, du hast einen Raptor irgendwo gesehen? Ja, ich dachte, ich hätte einen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können ja mal hier rechts durchgehen. Mal ja. Die Landzunge entlang. Parallelflug. Oh, wie geil das ist, ne? Du ja. Latschst du durchs Wasser, so gleitest du quasi durch. Das ist echt cool. Also das Schöne ist, hier ist alles auch so eben. Hier kannst du alles echt wunderbar bauen. Das stimmt. Also du hast hier nicht das Problem, dass du irgendeine Wand nicht mehr setzen kannst. Ja, ich glaub, Platz das ist genug wäre auch. Ja, aber ich glaube, dass da hinten ist wirklich nur so ein Dilophos wieder. Parasaurus da hinten dreht durch. Die Ellie hat wieder viel zu viel zum Schleppen. Die Eva. Auch. Ach, da ist schon mal was liegt denn da so tot rum? Oh, die Steamberries schmeiß ich mal weg. Ah, ich muss hier auch mal unbedingt ausmisten. Das ist ja unfassbar. Narcoberries brauchen wir, das ist klar. Das Ganze sieht. Wir sammeln so viel Stuss auf. Was hat denn Ellie noch, dass die so schwer? Packt es. Ansonsten hat sie doch nichts. Naja, allein Spoiled Meat, ne? 55 habe ich auch. Das wiegt 5,5. Das habe ich alles weggeschmissen. Auch wenn man es eigentlich bräuchte für Narcos und so weiter, aber. Eben, dafür habe ich es mal dabei, weil wir brauchen ja. Das auf jeden Fall. Ich habe halt auch viel zu viel Fleisch. Oha, der Dodo ist aber weit geflogen. Wir haben so viel Heidenfischen dabei. Das stimmt. Da könnte man. Weißt du noch, am Anfang hatten wir so Probleme mit dem Heiden und was wir da alle machen wollten und machen mussten. Und jetzt. Ja, also, sobald du ein bisschen stärker wirst, kannst du dann dich da auch entsprechend ein bisschen. Ja, der Schlüssel war im Endeffekt auch hier die Tracks zu bekommen, ne? Und zu zähmen. Na. Ohne die würden wir das so einfach nicht schaffen. Was ist das da hinten? Das sind alles Dilophos. Ich will aber keine Dilophos, ich will Raptoren. Raptors.
Raptors und dann möchte ich irgendwann mal was zum Fliegen haben und mit dem. Oh ja. Das ist wirklich ein Dilofo, ne? Ich dachte gerade ganz kurz zum Fliegen, weil dann können wir auch mal in die Vulkane da hoch. Das wäre echt cool. Da gibt es ja Höhlen und dann in den Höhlen kannst du auch ordentlich was finden. Ja, das Problem ist, die Höhlen, die sind, das habe ich gelesen, die gibt es zwar, das ist auch alles schön, die sind aber auch brutal gefährlich. Ja. Also selbst für uns. Selbst für uns. Wie geil, wenn wir hier auf den Trikes reiten. Meinst du für uns Experten? Dann greifen die Lofos gar nicht an. Außer doch, du greifst. Wenn ich sie angreife. Getötet. Ich greife mal dieses Fliegeviech an, sobald ich genug Stamina habe. Oder es fliegt weg. Du bist doch ein Arschloch! Ja, das ist halt immer das Problem bei den Fliegeviechern. Ja, ich konnte ihn nicht mehr angreifen. Ich war gerade noch am Stamina sammeln. Das hat er, glaube ich, gerochen. Wie geil diese Gegend einfach ist. Sie ist einfach brutal hübsch. Wo geierst du denn schon wieder rum? Ach, da hinten. Ach genau, du hast doch meine Trinkflasche, fällt mir ein, ne? Ach scheiße, mein Arrow ist gebrochen. Dein Reparatur. Ja, die habe ich, ja. Weil dann könntest du hier mal den Wasser noch auffüllen, ne? Ja, das stimmt. 48 Engrammpunkte. Was kann ich denn noch alles lernen eigentlich? Steinwand. Bald kannst du Trikes Bin. eine Metal Wall lernen. Ja, genau, die brauchen wir auch, weil wir so viel Metal überhaben. Ich habe eine Beer Trap. Bekomme ich da Bier raus? Ich greife Nicht mal wieder ganz. den Alligator, Äquator, Ecuador an. Äquator, Ecuador. Na geil, wie er die Hand hebt! Er Wer hebt hebt die die Hand? Hand. Oh. Hat er sie festgehangen? Der hängt fest. Jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich mal Fiber, sonst sollte man. Das kriegen wir sonst nie, ne? Und tschüss. Jetzt kriege ich gerade keins, ne? Krieg 1 Million Beeren, aber kein Fiber. Das Fiber musst du auch sammeln. Kriegt man so, aber von auch den Bären, ja klar. Nee, okay, ich nehme wieder alles zurück. Ich habe nicht mitgedacht. Ja, liebe Freunde, und während ich hier nicht mitdenke und auf dieses Alligatorviech einschlage, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschaußen.